Jo Leute, willkommen zurück zu Borderlands. Hallo Marcel. Hallo Kai. Und ja, wir sind jetzt auf dem Mond. Wie schon in den Folgen davor. Wir müssen zu da hinten hingehen. So, zur Mond-Zoom-Station. Ja genau, wir müssen hier einmal rum. Ja, bam, Alter, hast du es gesehen? Zack. Die Waffe ist halt echt geil. Ja, ist halt doch. Die ist echt gut. Sehr erfurcht, was erfurchterweckend, aber so ungenau. Was bedeutet das? Das ist mein Skill. Das spielt halt sehr viel an die anderen Borderlands-Teile an. Also zum Beispiel habe ich jetzt die Fähigkeit von dem Mechomancer. Ich mache jetzt halt mehr Schaden, dafür ist meine Genauigkeit halt mega gering. Hm. Und ich habe jetzt so einen Begleiter, der mit Nahkampf. Warte mal, hier hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Wir erstmal das Ausrufezeichen noch einsammeln? Ja, machen wir. So von wegen Nebenmission pushen. Dies ist der letzte Wille von Dahl, Captain Tom Thorson. Deadlift Scavenger stürmen in diesem Augenblick mein Schiff. Möge derjenige, der dieses Echo findet, den Anstand haben, einem Todgeweihten die letzten Wünsche zu erfüllen. Drücken Sie auf nächste Nachricht, wenn Sie dazu bereit sind. Natürlich! Ich bin darauf programmiert, allen Menschen zu helfen, tot oder nicht tot. Danke. Zuerst muss Colonel Sarpedon von meinem Tod erfahren. Guck mal, da drüben sind noch Gegner. Sie diesen Echo-Recorder mit einem Sender und übertragen Sie die Nachricht. Ja, für Distanz ist deine Waffe relativ ungeeignet, weil die halt recht viel Rückstoß hat. Es geht halt eigentlich. Man kann halt schon mal gut Schaden reinballern. Naja. Wie gesagt, halt für Distanz ist es ein bisschen doof, aber. Ja, außerdem so viel zum Thema, dass wir für die nächste Folge irgendwas raussuchen, worüber wir reden können, ne? So, ja, macht doch Spaß, das Spiel. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ja. was wir jetzt machen. Gehen wir jetzt erst das Echo ab, oder? Naja, wir machen jetzt erst das mit der Echo-Dingern. Zuerst müssen wir alles da vorne in diesem, ich nenn's mal Stadt sagen. Ich nenn's mal Stadt machen. Ach stimmt, das sind ja noch die ganzen Gegner. Nur zack, weg. Mann, diese Dingens ist voll kacke. Das ist doch nicht kacke. Ich überspringe das jetzt erstmal wieder. Ich kann halt nur nicht rennen, das ist ein bisschen das Problem. Ich hab eine MG, die macht 18 Schaden, brauchst du die? So, du hast den Cricket Pass überlebt. Komm okay. Rüber, dann kannst du was erleben. Weil das wurde gerade gedroppt. Komm rüber, damit wir Deadlift und seinen geilen Raumanzug rächen können. Oh Mist, hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Hier gibt es auch schon wieder ein Easter Egg, was man machen kann, beziehungsweise halt so eine kleine Quest. Wo denn? Wir nehmen hier ja, alles mit. Ist auch, die ist auch wieder überlevelt. Also wir sind dafür zu low. Mist, da müssen wir unbedingt nochmal herkommen. Naja. Verdammt, ich pack hier rum. Ja, ich muss gerade gucken, wie ich da hochkomme. Ja, ich wollte hier durchlaufen, aber ich backe da rum. Hier sieht's ganz gut aus. Ja.
muss ich mal gucken. Jetzt habe ich gerade irgendwie ein kleines Problem. Warum denn? Ja, weil ich da nicht reinkommen. Nee, du musst ja nicht reinkommen. Alles gut. Wir müssen nur nach oben und ich bin hier schon. Achso, dann gehe ich also schon mal weiter. Und also mach ich ein paar Leute weg. Ja, mach mal. Musst du eh nur einen Knopf drücken. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Sobald sie den Colonel über meinen Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten könnten. Nice. Ja, müssen wir jetzt mal Squad töten, ne? Okay, los geht's. Finde Squad und töte ihn. Der läuft hier rum. Ich habe halt nur richtig wenig Leben, aber egal. Oh, das war jetzt nicht so schwer. Ja. Jetzt brauchen wir noch den guten alten Nell. Warte, ich bin tot. Ja, warte. Das fliegt ja einfach direkt. Von daher ist es manche leichter. Jetzt haben wir doch. Jetzt haben wir dich. Super. Da müssen wir zu Nell. Genau, einfach da geradeaus. Und da steht er. Und jetzt sagen sie ihm, er ist ein Arsch. Das war das. Tut mir leid. Ich würde Sie gerne belohnen, aber Sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Kammerjäger, ich möchte dir danken, dass du Captain Thorsons letzten Willen erfüllt hast. Das war's. Passiert mit dem nicht. Oh, jetzt wird hier richtig dick gelootet. Komm hoch. Ja, die schießt halt Explosionsgeschosse, ne? Du stehst in der Tür, ich komm nicht raus. Warte mal, ich muss grad mal... Achso, sorry. Ich muss grad mal was wegwerfen, ja, das hat nur Müll dabei. Sniper. Ja, passiert. Wie kann ich denn mal Waffen fallen lassen? Achso. Mit Q müsste es funktionieren. So, jetzt kann ich die austauschen. Die hier nehme ich so, die kommt da. Wo ist der Unterschied? Hä? Na, jetzt habe ich sie. Gut. Gut, wo jetzt hin? Ich weiß nicht. Irgendwo. Zu der Zoom, Mond-Sumi-Station, so. Mein Gott. Komisches Wort. Und da gehen noch ein paar Gegner, da drüben noch ein paar Gegner töten. Ein bisschen EP sammeln, meinst du? Ja, genau. Please help. Danke. Bitte, dafür nicht. Das ist auch nur EP für mich. Das Ding ist, ich weiß jetzt, warum ich eben gerade immer gestorben bin, weil meine Waffe einfach nur 8 Schaden gemacht hat, die jetzt macht 25. Ja, aber du hattest den Laser, der Laser ist halt mega gut. Chillig, hier kann man erstmal schön Autos herholen. Ja, hier kann man erstmal schön verkaufen. Ja, das ist auch wichtig. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Weg. Bald noch weg. Oh, ich habe eine Anpassung bekommen. Ignorier das, tritt sie ein.
Sehr gut. Schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Wenn du dabei die Kregons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Komm bei mir vorbei. Ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Kommst du rein? Vielleicht findest du dort ein Signal und ihr kommt wieder auf eure blöde Riesenraumstation. Kauf mir gerade einmal kurz Leben. So, los geht's. Holla, die Waldfee. Ich bin gefahren. Du kannst später meinetwegen auch nochmal fahren. Aber hier die Stelle ist halt echt kacke. Ja, alles gut. Was ist mit deiner Ausrüstung? Stuartbots können doch normal keine Waffen tragen. Mein Name ist Flightrun. Nach der Revolution macht der Jack mich zum Soldaten. Abgesehen von der Tatsache, dass ich keine Identität mehr. Ja, rede Mann. Läuft auf jeden Fall. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Ja, würde ich aber auch so sagen, ne? Kennst du bestimmt noch Mr. Thor, ne? Ja. Der hat ja auch eine Nebenmission. Ja, nein, das machen wir direkt, oder? Ich meine sogar, die können wir jetzt gleich annehmen. Schön, dich zu sehen. Hier, nimm das. Das ist ein Orbatron. Es bringt dich nach Concordia rein. Zu hoch gesprungen. Ja. Deadlift hat ins Bett geschissen. Gerade aus Paradekissen. Janie hat's gesehen. Deadlift muss gehen. Okay. Hier zum Lagerhaus. Wo ist das? Genau. Das ist jetzt die Torp-Mission. Die machen wir. Ich fahr vorne raus. Du kannst einfach rausspringen. Ich warte hier. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Sammle mich einfach mal ein. Einfach die Kiste okay. Und du hast eine Nova-Schild. Stopp, stopp, stopp. Ah. Warte, warte. Ah, nein, schade, ich wäre fast reingesprungen. Vorsicht, wenn du Kregons begegnest. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Oh, das ist nicht die Mission. Oh, oh Gott. Das ist mega die doofe Mission. Wir haben eine Feuerwaffe im Inventar. Und du musst, wir müssen jetzt mit der Feuerwaffe, wir müssen mit der Feuerwaffe den Kraken anschießen, dass der böse wird. Und dann muss der hier gegenrollen. Wogegen? Komm zu mir. Hier, komm zu mir. Der muss hier gegen das Ding ins rollen, weil wir das warum auch immer nicht wegmachen können. Dann zünd den mal an. Hab ich schon. Ja, ist okay. Ach, der brennt immer noch, ja, weil komm. Der ist ja noch aus Eisen. Der ist nicht mehr friedlich, das ist jetzt ein feindseliger. Ich kann den da hinten noch holen. Oh Mann, ich hab's noch gehört. Achso, okay, doch. Geh rein und greif dir den Lichtreaktor. Jo, mach ich. Warte. Spitze, jetzt bring ihn mir her und ich geb dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich und kassierst dafür eine coole Torknalle. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse. Was ist besser? Das eine ist eine Shotgun, also die von Torg. Ich würde sagen, wir nehmen die von Torg. Bei Laserwaffe haben wir ja eine coole. Ja, deswegen nimmst du die Shotgun und dann. Ich mag dich so oder so. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man immer so selber aussuchen kann, was man bekommt. Ja, genau. Ist halt einfach nur doof, wenn du nicht weißt, was du halt machen musst, um welche zu bekommen, aber. Komm her. Genau da! Schmeiß ihn in die Lava! Sieht aus wie ein Laserschwert. Ja, ne? Ich komme mir hier vor wie bei Herr der Ringe. Warum kugelt das so komisch? Ich weiß es nicht. Und weg. Yeah! Explosionen! Na, zumindest hast du den Mucki-Typ happy gemacht. Ist ja auch was wert.
Was ist dieses Ausrufezeichen? Oh. 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 Jetzt haben wir die Shotgun. Du hast sie auch, ne? Welches ist denn besser von den Shotguns? Ich kann das nicht ganz lesen, wenn meine Laptop-Einheit davor steht. Die Shotgun ist ganz geil, weil da, wo die explodiert, lässt die halt nochmal Bomben fallen. Ja, welche ist besser? Wie, welche ist besser? Ich habe keine Shotgun, ich habe die Oni Revolver und die Blitzgrenadier. Okay, eigentlich solltest du eine Revolver, eine Shotgun gekriegt haben durch die Mission gerade. Hast du die, auch die Feuerwaffe ausgerüstet? Ah, ich habe die Shotgun. Ja, genau. Shotgun spiele ich voll gerne. Ja. Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot ist, wollen wir das noch oder? Ja, warum bin ich rausgegangen aus der Kamera? Ja, folge mir. Weiß ich nicht. Machen wir noch. Ja, das machen wir noch. Oh, und dann müssen wir die Folge auch schon wieder beenden. Geht voll schnell so rum. Ja. Warte. Wasser. Jetzt musst du einfach eins von den Schilden nehmen. Die sind beide nicht geil. Aber wir brauchen die halt. Den muss ich ja nicht ansetzen, oder? Also doch, doch, musst du. Muss ich die anlegen? Ja. Warum das? Weil wir den für die Mission brauchen. Das ist ja scheiße. Warum ist das scheiße? Weil ich will mein gutes Schild behalten. Ja, kannst du ja danach wieder ein... Oder das ist ein paar Kragen wegballern. Ja, können wir gleich machen. Wir sind eh schon bei 17 Minuten. Von daher, wir machen jetzt schnell die Mission. Ach, wir rushen da mal eben durch, oder was? Ja. Deswegen auch der coole Stunt. Warum steigst du aus? War ich eigentlich jetzt... Richtig, eigentlich und kuschelig. Ich wollte eigentlich auf das Ding da gehen. Okay, los geht's. Ich weiß nicht, wo man hier am besten jetzt rüber springt. Um okay, so nicht. Top. Top. 1A. Als ob es hier kein Auto mehr gibt, als ob es laufen bist. Toll. Ach man. Na dann, los geht's. Ja. Das Ding ist, Claptrap läuft doch so cool. Also, so langsam halt die Waffen. Ne, das ist bei allen so. Ja, voll geil. Das ist halt wegen dem Mond. Nova, oh Problem. Oh, wir sind da gerade schon Level 7. Ja, krass, ne, geht schnell. Wenn man halt echt nur bis Level 30 kommt, dann... Wie lange ist denn das Spiel? Nein, also wir kommen halt schon weiter als Level 30, aber ja. Wie gesagt, das ist halt bei beiden halt, bei jedem Teil halt so. Level 30 ist das erste Game, dann kommt Ultimate Kammer, dann kommt Ultimate der eine Kammermodus und dann kommt der, genau. Und mit dem Game wurde ja auch ein neues Element eingefügt, ne? Ich weiß nicht, wie viel du gespielt hast. Es gibt ja einmal die Laserwaffen, ja. Das ist kein neues Element. Aber es gibt Cryo-Waffen, die halt Gegner einfrieren. Das ist geil. Ja. Ach stimmt, sonst gab es auch noch Gift und so, ne? Ja, die gibt's auch noch. Alles es gibt die ganzen sein. Alten Sachen, nur halt die Sachen sind weiter zurückgekommen. Das war bei Borderlands 2, da bin ich mit immer rumgerusht da in diesem. Bei diesen Versuchstieren oder was das war. Ich
Ach, erreiche den Wachturm. Ja, wir müssen hier hoch. Dann hier hoch. Oder? Ich weiß nicht mehr, wie die Mission geht. Krass. Also der Wachturm könnte entweder da sein oder hier da. Also hier komme ich jedenfalls nicht höher. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier unten gleich irgendwo rein müssen. Aber warum sollten wir hier hoch müssen? Das macht keinen Sinn. Also da oben wäre, könnte halt der Wachturm sein, ne? Das könnte so, weil das so aussieht. Hier kann man bestimmt irgendwie reingehen. Ja. Hier ist sowas schwarz. Ne, da kann man nicht reingehen, okay. Hier kommst du auch nicht mehr rein. Kommst du halt. Also ich weiß, dass man irgendwie hier oben hochkam. Man kann halt hier hinten, da kann man über diese Dinger gehen, aber ich weiß nicht, da kommt man nicht weiter. Guck mal, hier ist ja dieser. Ach ja, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Aber hier hinten ist nichts. Ja. Wie gesagt, ich habe auch gar keinen Sauerstoff. Hä, wie ging denn das? Kann doch nicht so schwer sein. Ach, hier ist ein fucking Schalter. What the fuck? Befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Nein, nicht töten, nicht töten, wir müssen angeschossen werden. Unser Schild muss sich nämlich entladen. Weil hier sind ja Kameras und die müssen alle gleichzeitig gedingenst werden. Alle gleichzeitig ausgelöst werden. Soll ich dir vielleicht helfen? Ja, das kannst du machen. Soll ich dir helfen? Jo, kannst du machen. Nee, hä, was? Also wir müssen jetzt angeschossen werden, damit das Schild... Ja, genau, also wir... Genau, wir brauchen aber erst eine volle Schildladung. Und dann müssen wir angeschossen werden, dass das Schild sich entlädt. Und, wir halt... alle von den fünf Kameras gleichzeitig deaktivieren. Ja, dann... würde ich sagen, gehen wir kurz raus. Boah, ich hab grad voll den Soundbug. Hilfe, ich bin gleich tot. Hallo? Ja, ich kann dich jetzt gerade auch nicht wiederholen, weil ich die ganze Zeit rumbounce. Dann werde ich mich mal eben töten lassen. Ja, dann geh doch am besten mal kurz raus, lad dein Schild auf. Ja, hab ich ja. Ach, ich hab's geschafft. Ach so, gut. Ja, ach nee, ich muss wieder dahin laufen, Alter. Ja, musst du nicht. Hier ist eh nicht viel drin. Hier ist eine Pistole und Audio-Log drin. Ja, aber dann kann ich ja jetzt Speedrunner, Alter. Genau, wir müssen eh zurück. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch die Mission ab. Aber das braucht ihr ja nicht mehr mitverfolgen. Wir fahren jetzt nochmal zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.